größte Verschwörung der Welt, Teil 3. Der Geist und die Aura sind mächtig. Er ist der Erfinder der ersten Kamera, die tief in das Energiefeld der menschlichen Aura und ihr Informationsband blicken kann. Es kann Brüche im Energiefeld sehen, frühe Zeichen für Organschädigungen erkennen und Veränderungen des Feldes beobachten, die durch höhere Bewusstseinszustände ausgelöst werden. Heftig. Aber wir bewiesen, dass telepathische Kommunikation tatsächlich möglich ist. Wie wird diese sofortige Fernkommunikation unsere Sichtweise und unser Wissen darüber verändern, wie mächtig jeder von uns ist? Aber wir wollen die klassische Wissenschaft erweitern, um das menschliche Bewusstsein einzuschließen. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse euer Herz. Ich hoffe, euch zu Hause geht's gut. Liebe geht raus von mir an die ganze YouTube-Community. Und zwar gehen wir heute rein. Die größte Verschwörung der Welt, Teil 3. Der Geist und die Aura sind mächtig. Doku. Wir sind immer noch drin. Wir sind bei 1:10 mittlerweile. Wir teilen es weiterhin in Teile auf. Ich werde heute, glaube ich, nicht ganz so lang reinziehen. Mal gucken, wie lange wir schaffen. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt rein in die Doku. Eines der geilsten Dokumentationen, die ich mir jemals reingezogen habe. Sehr prägend, sehr spannend, sehr wichtig auch. Und deswegen gucken wir es uns jetzt weiter an. Ich hoffe, euch geht's gut, Freunde. Lasst dem Video gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Los geht's. I like that. Konstantin Korotkov ist Professor für Physik an der Technischen Hochschule in St. Petersburg. Konstantin der Jutze. Er ist der Erfinder der ersten Kamera, die tief in das Energiefeld der menschlichen Aura und ihr Informationsband blicken kann. Krass. Das Gerät heißt GDV. Eine GDV, okay. Computersoftware liest die Daten, die das GDV aus der Aura einer Person gewinnt. Es kann Brüche im Energiefeld sehen, frühe Zeichen für Organschädigungen erkennen und Veränderungen des Feldes beobachten, die durch höhere Bewusstseinszustände ausgelöst werden. Heftig. Es kann die Amplitude der Energie messen, die aus den 7 Energiezentren kommt, Chakren, bestimmen, wie gut die 7 Energiezentren miteinander kommunizieren und sogar Telepathie und Heilung sichtbar machen. GDV, Bro. Noch nie gehört. So, it was really very interesting time, because we were able. Es war eine wirklich interessante Zeit. Wir bauten ein Forschungszentrum außerhalb der Stadt in einer entlegenen Gegend auf. Wir bekamen ein Haus und statteten es mit allem Equipment aus, das wir uns damals vorstellen konnten. Und dann luden wir Menschen ein. Talentierte Hellseher und andere Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Wir trainierten sie im Umgang miteinander und lehrten sie telepathische Kommunikation und führten dabei natürlich die ganze Zeit Messungen durch. Es gab viele Sessions über Jahre hinweg. Wir kamen zu sehr interessanten Ergebnissen, die alle in geheimen Berichten veröffentlicht wurden. Natürlich wurden sie nie in Zeitschriften veröffentlicht, aber wir bewiesen, dass telepathische Kommunikation tatsächlich möglich ist. Wer im Chat glaubt daran, dass telepathische Kommunikation möglich ist? Eins in den Chat. Ich muss dazu sagen, natürlich sind das hier Themen, wo viele Leute sagen, uff, das geht schon an die Grenze von dem, was man noch glauben kann. Aber ich glaube, dass wir als Menschen auf jeden Fall zu einigem fähig sind. Ich kann es natürlich nicht beweisen. Ich kann natürlich auch nur das hier mir reinziehen und dann gucken, okay, wie sehr fühle ich, ob das wahr sein könnte. Aber ich bin natürlich hier kein Indikator für die Wahrheit. Jeder soll sich das reinziehen und dann seine eigenen Entschlüsse ziehen. Aber mich würde mal interessieren, wie der Chat dazu steht. Telepathisch kommunizieren, möglich oder nicht? 1 für ja, 2 für nein. Nur vom Gefühl her, Freunde. Es ist hier kein, wir sind hier nicht, wir stehen hier nicht unter Druck. Wir müssen nicht das Richtige sagen oder so. Einfach, was ihr fühlt, weißt du? YouTube gerne unten in die Kommentare rein. Liebe. Und zwar auf wissenschaftlicher Basis. Unser Ansatz war anders als der von Russell Targ oder anderen Forschern. Unser erster Schritt war es, bestimmte Leute zu finden, die miteinander kommunizieren konnten. Ich bin mir absolut sicher, dass effektive Kommunikation zwischen Menschen möglich ist, die aufeinander abgestimmt sind oder eine spezielle Verschränkung miteinander haben.
Ich kann nur das Beispiel mit der Mutter immer bringen, so weißt du? Die Mutter spürt automatisch, wenn bei ihrem Jungen oder bei ihrem Mädel irgendwas nicht gut ist. Sie spürt das, die fühlt das, weißt du? Und das ist auch eine Art Kommunikation, meiner Meinung nach. Auch eine Art telepathische Kommunikation, weißt du? Und ich habe auch mit engen Freunden, mit Seelenverwandten schon diese Erlebnisse gehabt, die einfach für uns so random waren, dass wir zum Zeitpunkt die gleichen Dinge getan haben, uns dann angerufen haben und noch aneinander gedacht haben sogar. Also ganz random so, weißt du, wo man auch sagen könnte, dass eventuell irgendein höheres Bewusstsein von uns miteinander sogar kommuniziert, weißt du. Wir hören das halt nicht, wir sehen das halt nicht, wir nehmen das nicht bewusst wahr so. Aber ich glaube, das passiert schon irgendwie auf eine Art und Weise. Very special entanglement to each other. Zwillinge auch, ja. Die Frage ist halt, ob irgendwelche Menschen, die nichts miteinander zu tun haben, sich hinsetzen können und dann einfach telepathisch kommunizieren können. Da ist so, da fängt doch meine Skepsis irgendwie an, weißt du? Das kann ein Mann und eine Frau, ein Mann und ein Mann oder eine Frau und eine Frau sein. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Es ist eine Frage der spirituellen Verbindung. Wenn sie da ist, Ja, das ist diese Seelenverwandtschaft, von der ich auch rede. Dann kann man lernen, miteinander zu interagieren. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, Leute auszuwählen, sie zu trainieren und aufeinander abzustimmen. Dann kann man möglicherweise effektive Kommunikation erreichen. Bekommen wir Nachrichten von anderen, ohne es zu merken? Wer kennt das zum Beispiel? Ich kenne das auch, wenn ich beobachtet werde. Wer kennt das, dass er fühlt, wenn er beobachtet wird? Ich habe das manchmal extrem. Wenn jemand mich von hinten beobachtet zum Beispiel, dann fängt auch mein Ohr langsam an, so ein bisschen zu flackern. Digga, flacker er denn, Alter? Die Ohr-Detektiv-Vibes, Bro. Da wird der Ohr-Detektor aktiv. This was a study. In diesem Experiment wollten wir zeigen, ob es möglich ist, Heilungsenergie zu senden und zu messen. Energie der Liebe zu senden. Wenn wir also liebende Energie zu jemandem senden, der nicht direkt in der Nähe ist, sondern in einem anderen Raum, wird er sie empfangen? Lumery sagt gerade so, selbst Blinde spüren sowas, falls sie beobachtet werden, safe. Will they receive it? Dazu habe ich auch noch ein anderes Video, Dicker, wo ich jetzt gerade am Anfang gedacht habe, Alter, warum habe ich nicht darauf reagiert? Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter durch. And if they receive it, und wenn er sie empfängt, wie äußert sich das? Das war der Zweck des Experiments. Wir haben es mit einem Forscherteam aus Slowenien durchgeführt. Hier sehen wir die Person, die die Energie sendet. Die rechte Seite sendet die Energie und hier wird sie empfangen. Also von rechts senden wir. Die emotionale Seite ist immer rechts. Und hier sehen wir einen kleinen Impuls und auch den haben wir aufgezeichnet. Er ist außerhalb des Körpers, er verlässt ihn. Der Impuls. Selbst die Photonen merken, wenn sie beobachtet werden. Doppelspalte den Motherfucker. Stark. Da werden die Verbindungen gemacht, Digga. Da werden Dinge verknüpft, Alter. Wir haben keine Zeit, auf irgendwelche Hater zu reagieren. Wir verknüpfen hier sehr wichtiges Wissen. Mua. Lässt den Körper. Genau. Und der Empfänger empfängt den Impuls. Schau mal seine Form an. Wie weit waren die beiden Personen bei dem Experiment physisch getrennt? Zwei Gebäude. Zwei Gebäude? Dieser Impuls ging durch zwei Gebäude bis hin zu... Dieser Person, die sie empfangen hat. Und das ist wissenschaftlich durch Biophotonenemissionen dokumentiert. Ja, ja. Wenn wir. Krümelmonster sagt gerade, ich werde immer unruhig, wenn mich jemand anstarrt. Man kann hinter mir sitzen und ich spüre das. Ich werde halt unruhig. Genauso ist es bei mir auch, Bro. Ich spüre extrem andere Energien so. Ich kann auch nicht richtig arbeiten, wenn noch jemand irgendwie mich die ganze Zeit anstarrt dabei oder mich beobachtet, während ich arbeite, so weißt du? Es geht einfach nicht. Genauso wie ich auch schlecht schlafen kann, wenn noch eine andere Energie im Raum ist. So. Das ist auch eine Sache, die schwierig ist, gerade wenn du
Zukunftstechnisch auch mal mit einer Frau zusammenleben. Also da muss ich mich auf jeden Fall irgendwie dran gewöhnen. Und ich glaube, es ist aber auch davon abhängig, welche Energie dann neben mir liegt oder in dem Raum ist, wo ich gerade schlafe. Aber ich merke einfach, wie ich extrem Energien spüre, so. Immer schon. Ich spüre Energien so krass, Bro. Du kannst selbst in einem anderen Zimmer sein, im Haus irgendwo, und ich spüre dich. So, ich merke dich einfach. Und dann in dem Moment fällt es mir halt schwer, loszulassen. Ich glaube, das liegt aber dann auch an der Verbindung mit dem Menschen. Ich glaube, wenn ich mit einem Menschen eine heftige Verbindung habe, weil es gab einen Bruder, mit dem ich damals auch mal längere Zeit in einem Haus beziehungsweise auch in einem Zimmer geschlafen habe und gut pennen konnte, einfach weil wir eine heftige Verbindung miteinander haben und weil das Vertrauen da war. Ich glaube, sobald ich richtiges Vertrauen gegenüber einem Menschen habe, dann fällt mir das auf jeden Fall auch einfacher. Nachricht an jemanden senden, auf den wir mental abgestimmt sind. Wird er sie hören? Wird er sie empfangen? Wir haben Messgeräte bei beiden Testpersonen, Sender und Empfänger. Und beide sind an verschiedenen Orten physikalisch getrennt. Das kann Moskau und St. Petersburg sein. Oder der Himalaya und Moskau, Nepal und Moskau, Venezuela und Moskau. Wir haben viele Experimente dazu gemacht. In jedem Fall haben wir die astronomische Zeit gemessen. Heute ist es möglich, all das mit GPS zu korrelieren. Wir haben den Zeitpunkt des Sendens der Emotion gemessen, denn wir senden keine Bilder und auch keine Buchstaben, sondern Gefühle. Not letters. Vibes. But we are sending emotions. And the aim to das Ziel ist es, diese Emotion am anderen Ende zu entschlüsseln. Wir messen also das Senden und Empfangen anhand biophysikalischer Größen. Und zwar durch Elektrofotografie, Elektrophonik und einer Balance-Plattform. Auf diese Weise können wir den Zeitpunkt des Sendens und Empfangens genau bestimmen. In allen Experimenten haben wir nachgewiesen, dass es keinen Zeitunterschied gibt. Null? Null. Spukhafte Fernwirkung. Genau, sofortige Wirkung. Crazy, Digga. Aber wenn das stimmt, ist es krass, Bro. Wenn die moderne Wissenschaft immer mehr beweist, dass Telepathie, die schneller ist als das Licht, funktioniert, wie wird diese sofortige Fernkommunikation unsere Sichtweise und unser Wissen darüber verändern, wie mächtig jeder von uns ist? Sind wir, Freunde. Lasst euch diese Macht nicht wegnehmen. Ich liebe euch. Durch unsere Telepathie-Experimente wurde klar, dass man im Prinzip zu jedem Menschen auf der Welt Kontakt aufnehmen kann, wenn man sich auf ihn eintunet. Tune it in, man, Alter. Ich tune mich auf dich drin, Bro. Dann schicke ich dir meine Nachrichten, Alter. So. Krass, Digga. Ey, das ist es ist für mich, ich sag dir, also ich stempel das nicht als verrückt ab. Für mich, logisch gesehen, technisch, Feeling, Vibes technisch, so kann ich mir richtig gut vorstellen, dass das möglich ist. Das braucht natürlich etwas Übung und Vorstellungskraft. Man muss es erst lernen, aber es ist im Prinzip nicht schwer. Ich mache zum Beispiel nicht mehr gerne Telefonanrufe. Ich finde es langweilig, Knöpfe zu drücken und dann ist es besetzt und man muss es nochmal versuchen. Wenn ich jemanden kontaktieren will, dann kontaktiere ich einfach den Geist dieses Menschen. Ey, wie oft hat man das schon gehabt, dass man an jemanden gerade gedacht hat und der ruft dann an? Sei ehrlich. Sei ehrlich, Chat. So,
Ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sich das hier reinziehen und sagen, Dicker, der labert doch scheiße oder das ist alles Theorie und das stimmt gar nicht und so. Seid offen einfach, weißt du? Seid offen allem gegenüber und fragt euch selber mal, wie oft euch das schon passiert ist, dass ihr jemanden quasi darum gebeten hat, dass ihr euch anruft und dann angerufen hat, weißt du? Es ist einfach so. Jeder von uns hat es schon mal gehabt, dass er an jemanden gedacht hat und der hat angerufen. So, jeder. Und sage ihm, er soll mich anrufen. Mindset. And they ask a person to call me. And it works very well. Ich feiere den, Digga. Ziemlich gut. Die Leute rufen an oder kontaktieren mich irgendwie. Es funktioniert wirklich hervorragend. Ich glaube halt, um diese ganzen Sachen umzusetzen, musst du halt selber auch ein heftiges Bewusstseinslevel haben und hochschwingen, ne? Weil einer sagt hier, aber der Typ übertreibt und so. Ich glaube, dein Bewusstsein muss halt auf einem heftigen Level sein. Du musst halt wirklich bewusst sein. Und wenn du das hinbekommst, kannst du auch, glaube ich, viel anstellen auf der übermenschlichen Ebene quasi, so weißt du? Eine telepathische Nachricht vom Mond. Das Bild ist fake. Über Erde gesendet werden? Wir waren nie auf dem Mond. Hallo, drin, man. Der Astronaut des Apollo 14 Programms, Edgar Mitchell, glaubte an die Macht der menschlichen Aura und... Hör auf, Digga. Diese NASA-Sachen, Digga. Ja, komm. Lassen wir kurz beiseite, aber... I don't know. Telepathie. Und so führte er 1971, als er auf dem Weg vom Mond zurück zur Erde war, ein Experiment durch. Der Astronaut Edgar Mitchell war in einem Team von zwei Astronauten, die als Letzte auf dem Mond waren. Und das war die dritte Gruppe. Pack die Aluhüte aus. Ja, Schwurbelkanal ist wieder in the building, bro. Gang. Die auf dem Mond war. Auf seinem Rückflug entschloss er sich, ein parapsychologisches Experiment zu machen. Er erzählte seinen Vorgesetzten nichts davon. Er hatte mit einigen Parapsychologen verabredet, dass er ihnen telepathisch Botschaften sendet. Es gibt ein Kartenset, das Zehnerkarten genannt wird und das Symbole abbildet. Auf dem Rückflug vom Mond, er war etwa 300.000 Kilometer von der Erde entfernt, sandte er zu bestimmten Zeiten Signale an die Parapsychologen auf der Erde. Als er zurück war, verglich er, was er gesendet hatte, mit dem, was sie zu empfangen geglaubt hatten. Das Ergebnis war sehr akkurat, weit über Zufallstreffer hinaus und bewies, dass Telepathie auch über derartig große Distanzen funktioniert. Bro, der war nur im Filmstudio, der war nicht auf dem Mond. So weit entfernt ist das nicht. Derzeit sieht es so aus, als ob es eine Grenze für übernatürliche Kommunikation in Bezug auf Entfernung oder Zeit gibt. Subtile Energien sind schneller als Licht. Wenn ich eine Reaktionsgleichung visualisieren will, zum Beispiel an einer Tafel, dann schreibe ich da Masse drauf mit Pfeilen vor und zurück zur Energie. Das ist letztlich das, was wir die letzten 400 Jahre in der herkömmlichen Wissenschaft getan haben. Die Verbindung ist natürlich Einsteins E gleich mc Quadrat. Aber wir wollen die klassische Wissenschaft erweitern, um das menschliche Bewusstsein einzuschließen. Unsere Experimente zeigen, dass das funktioniert, heute und in der Welt. Wie das ihn triggert. Sofort, das ist fake. Ich werde, was NASA und so angeht, immer skeptischer, sage ich dir ehrlich, wie es ist, ne? Weil ich habe da einfach auch schon zu viel gesehen, so ein bisschen. Ich bin noch nicht einer, der sagt, dass ich die Wahrheit weiß, und ich bin auch nicht einer, der sagt, hundertprozentig war es so gewesen und wir waren hundertprozentig nicht auf dem Mond und NASA ist fake und so. Sage ich nicht. Ich sag nur mein Gefühl und ich bin skeptisch. Boom. Ich sag nicht, dass ich die Wahrheit weiß. Das soll jeder hier wissen, ne? Auch die Leute, die immer gerne Videos über mich machen oder mich irgendwie hinstellen wollen oder nicht, so, weißt du? Ich darf doch meine eigenen Vibes, meine eigenen Gefühle, ich darf doch meinen eigenen Sinn haben. Ich darf die Welt so sehen, wie ich das möchte. Ohne jemanden auf den Schlips zu treten und zu sagen, dass ich recht habe, darf ich einfach denken, was ich denke. Das sollten die Leute mal wieder lernen zuzulassen, so. Nein, das ist wissenschaftlich und wo sind deine Quellen und so. Ich fühle das, Digga, das ist meine Quelle. Und jetzt, was willst du machen? Wir leben.
Nur sind wir uns nicht alle einig, was Bewusstsein eigentlich ist. Also sollten wir nicht fragen, was Bewusstsein ist. Wir sollten fragen, was Bewusstsein tut. Der Astronaut Edgar Mitchell fand heraus, dass Bewusstsein im Weltall ein klareres Signal aussendet. Wissenschaftliche Studien scheinen zu bestätigen, dass Bewusstsein sich augenblicklich über weite Strecken hin manifestiert. Zumindest scheint das bei Entfernungen in der Größenordnung der Distanz zwischen Sonne und Erde so zu sein. Aufgrund der Tatsache, dass Bewusstsein weder durch Blei noch durch Gesteinsgebirge blockiert werden kann, die aber sehr wohl Gammastrahlen blockieren, nimmt Dr. William Tiller an, dass das Bewusstsein eine noch höhere Frequenz als Gammastrahlen hat, denn sonst könnte es nicht diese Barrieren durchdringen. Und damit Bewusstsein über Entfernungen in der Größenordnung unseres Sonnensystems augenblicklich übertragen zu werden scheint, muss es mindestens so schnell sein wie das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, also 89,9 Milliarden Kilometer pro Sekunde. Man muss halt verstehen, dass Bewusstsein alles ist und sich überall widerspiegelt. Für mich ist Bewusstsein quasi auch der Beweis für Gott. So, für mich zeigt, dass es Gott gibt, weil das das Göttliche ist, was in uns allen steckt und in der Natur steckt, in jedem Baum, in jedem Tier, in allem drin steckt. In allem einfach so. Und deswegen kann es auch so übertragen werden, weil es einfach überall vorhanden ist. So. Die Theorie ist, dass sie alle schneller als Licht sind und man sie deshalb nicht beobachten kann. Und die Höchstgeschwindigkeit der magnetoelektrischen Energie ist meiner Theorie zufolge c hoch 2, also irgendwo zwischen c und c hoch 2. Dr. Tillers neues Modell des Bewusstseins hat mehrere Dimensionen. Es beginnt beim zweiten Chakra, das in der Lage ist, Bewusstsein als kohärente Information auf Frequenzen oberhalb des Gammaspektrums zu versenden. Im magnetoelektrischen Spektrum, auf Wellenlängen, die so klein sind und Frequenzen, die so hoch sind, dass sie jegliche subatomare Barrieren durchbrechen können. Diese Bewusstseinsebene kann kohärente Information in Lichtgeschwindigkeit hoch 2 oder 89,9 Milliarden Kilometer pro Sekunde aussenden. Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das heißt, dass Bewusstsein die Strecke zwischen Erde und Sonne im Bruchteil einer Sekunde zurücklegen könnte. Genauer gesagt in einer 373. Sekunde. Auf der nächsten Ebene dagegen, der emotionalen Domäne, ist die Geschwindigkeit c hoch 2 bis c hoch 3. Dr. Tillers zweite Bewusstseinsebene strahlt vom Herzzentrum aus und kann Geschwindigkeiten bis zur dritten Potenz der Lichtgeschwindigkeit erreichen, also 26,9 Trilliarden Kilometer pro Sekunde. Das sind kosmische Dimensionen. Licht legt im Jahr ca. 5 Billiarden Kilometer zurück. Das Sternsystem der Plejaden ist etwa 440 Lichtjahre von der Erde entfernt oder 4,15 Trilliarden Kilometer. Licht- oder Radiosignale wären also 440 Jahre dorthin unterwegs. Ach du Scheiße. Das Bewusstsein aber wäre auf diesem Level 26,9 Trilliarden Kilometer pro Sekunde schnell und könnte die 4,15 Trilliarden Kilometer in einer Viertelsekunde zurücklegen. Auf der Seelenebene ist das Bewusstsein zwischen c hoch 3 und c hoch 4 schnell. Das wird mir jetzt wieder gerade ein bisschen zu technisch, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich hoffe, es kommt wieder ein bisschen in die Normalität rein. Es sind zu viele Zahlen und hoch 10, hoch 8, hoch 38 und so. Ich verstehe das, aber es wird ein bisschen zu abstrakt für viele, glaube ich. Dr. Tillers nächste Bewusstseinsebene strahlt ab dem Kronenchakra und aufwärts aus und erlaubt es, kohärente Information zur Andromeda-Galaxie, die 2,5 Millionen Lichtjahre weit von der Erde entfernt ist, im Bruchteil einer Sekunde zu senden. Auf dieser Ebene der Bewusstwerdung erreichen wir ultrakosmisches Bewusstsein. Das bedeutet, dass wir auf diesen höheren Bewusstwerdungsebenen einen Dialog mit anderen Galaxien führen könnten. Die Antwort darauf, das ist mir ein bisschen zu abgefahren dann auch wieder, wenn ich das so sagen darf. Wie wir Kohärenz, also perfektes harmonisches Bewusstsein in jedem unserer Energiezentren erreichen können, liegt in unserer Biologie. Eine sehr interessante Tatsache der Biologie ist... Da ist er wieder,
Lipton, der Jutze. Dass keine zwei Menschen gleich sind. Das kann man vom biologischen Standpunkt durch eine einfache Beobachtung feststellen. Wenn man Zellen oder Organe aus einem Körper nimmt und in einen anderen einsetzt, dann werden diese Zellen oder Organe von dem anderen Körper abgestoßen, weil das Immunsystem erkennt, dass sie nicht zu sich selbst gehören. Das bedeutet letztlich, dass jeder von uns ein Selbst besitzt. Wenn man das Nervensystem... Aber so Organe und so werden ja teilweise angenommen, ne? Wenn eine Zelle verstehen will oder das Verhältnis der Membran zur Zelle, dann ist es sehr interessant, dass es auf der Oberfläche der Zelle eine Gruppe von Antennen oder Rezeptoren gibt, die man als Selbstrezeptoren bezeichnet. Für mich ist das eine sehr tiefsinnige Bezeichnung für diese Rezeptoren. Selbstrezeptoren, Empfänger des Selbst. Interessant daran ist, dass diese Rezeptoren, die eine Identität feststellen, auf der Außenseite der Zelle sitzen. Das ist von Bedeutung, denn was auch immer das Signal für das Selbst ist, es ist offenbar von dort draußen in der Umwelt und wird von diesen Rezeptoren... Nein, werden die auch nicht, ist ein Irrglaube. Echt, ja? Teilweise funktioniert das, glaube ich, aber... ...Toren aufgenommen. Für mich bedeutet das, dass unsere Identität nicht in unserem biologischen Körper steckt. Unsere Identität ist Teil des Feldes und unser Körper lädt sich diese Information aus dem Feld herunter. Wenn wir also über unsere persönliche Identität reden, dann können wir über diese Identität als isoliert und lokalisiert in unserem Körper sprechen. Oder aber über die Information oder Identität, die im Feld präsent ist. Cleve Baxter hat einige wunderbare Experimente durchgeführt. Er nahm Zellen eines Individuums, legte sie in eine Kulturschale und trennte die Zellen von dem Individuum über eine Distanz von 40 oder mehr Meilen. Mit bestimmten Geräten konnte er die elektrische Aktivität der Zellen in der Kulturschale messen. Und zur gleichen Zeit maß er die elektrische Aktivität, zum Beispiel das EEG des Spenders der Zellen, der über 40 Meilen weit weg war. Echt jetzt, Digga? Was ihm auffiel, war, dass wenn das Individuum eine emotionale Erfahrung machte, dann zeigten die Zellen zum genau gleichen Zeitpunkt eine identische Aktivität. Hör auf, Digga! Und sie 40 Meilen weit weg waren. Das ist wild. Das bedeutet, dass die Identität nicht im Körper lokalisiert ist. Die Identität ist Teil des Feldes, das sich über die gesamte Oberfläche des Planeten ausbreitet. Und die Identität, die wir denken, die wir sind, sind wir eigentlich auch gar nicht. Auch die Persönlichkeit und das, was wir denken, was wir sind, was wir über die letzten Jahre erlebt haben und was uns zu dem gemacht hat, was wir angeblich heute sind, so, das ist auch alles eigentlich nur halt menschlich so, ne? Wir sind darüber hinaus noch was ganz anderes und das ist Bewusstsein. Und das muss man realisieren, denn dann kann man freier leben und glücklicher leben und nicht so vorbelastet leben und nicht mit diesem Rucksack, den ihr aufgesammelt habt, so, den ihr einfach durch Erfahrungen und so, jeder natürlich einen Rucksack mit sich trägt, so, aber der kann dann auf jeden Fall leichter werden, beziehungsweise sogar, wenn du richtig erleuchtet bist, auch komplett runterfallen und dann lebt ihr einfach ein leichteres Leben. So. Man darf sich nicht mit den ganzen Dingen identifizieren, die man erlebt hat oder die man denkt, die man ist. So. Du bist es eigentlich nicht. Du kannst es zu jedem Zeitpunkt loslassen und du könntest auch rein theoretisch jeden Zeitpunkt ein neuer Mensch sein, wenn du möchtest, so, ne? Wiederum bedeutet, wenn zwei Menschen zwei physikalische Körper haben, dann können sie miteinander interagieren. Aber sie haben auch zwei Umweltkennzeichnungen, also eine Art Energie im Feld, die für sie einzigartig ist. Weil das Feld komplett verschränkt ist und mit sich über die ganze Welt integriert, heißt das, dass Menschen niemals wirklich durch physikalische Distanz von ihrer persönlichen Identität getrennt sind, auch wenn ihre Körper getrennt sein mögen. Das Wesen der Kommunikation zwischen Menschen besteht also darin zu erkennen, dass individuelle Identitäten als Schwingungsfrequenzen in einem Feld miteinander interagieren können, vor allem wenn es harmonische Resonanz gibt. Wenn also zwei Frequenzen die gleiche Wellenlänge haben, sodass sie zusammen schwingen können. Auf diese Weise können Menschen andere Menschen, die ihnen nahestehen, spüren, weil sie die Schwingungen des anderen aufnehmen können, weil es eine Komplementarität zwischen ihnen und der Person, mit der sie kommunizieren, gibt. Die Schlussfolgerung daraus ist, dass wir die Möglichkeit haben, auf einer nicht physischen Ebene durch die Identität, die sich im Feld befindet, zu interagieren. Das ist sehr wichtig, denn sie ist nicht durch Raum oder Zeit lokalisiert. Das glaube ich. Menschen können demnach über... Beziehungsweise ich habe es selber schon erlebt. Große Distanzen auf diesem Planeten zum exakt gleichen Zeitpunkt kommunizieren.
Es ist halt so mindblowing und man kann sich das nicht richtig vorstellen. Wieso, wie jetzt, Digga, hä? Und so. Ich kann das verstehen, Digga. Gerade wenn man noch in dieser weltlichen, materialistischen Welt extrem gefangen ist und noch nicht bewusstseinstechnische Erkenntnisse gesammelt hat, so, dann denkt man, ach, nein, Digga, das ist hier Realität, alles, was ich anfassen kann und so, und alles andere ist Zufall. So. Das ist Zufall, Bro. Und so, aber ich, umso mehr du dich mit dem Thema Bewusstsein auseinandersetzt und umso mehr du selber Erkenntnisse machst und dann nochmal dein Leben Revue passieren lässt, umso mehr merkst du und spürst du, dass es irgendwas Höheres geben muss und dass du auch schon selber auf höheren Ebenen kommuniziert hast und so, das merkst du alles dann selber so, weißt du, und das ist halt schwer, wenn du diese Sachen richtig realisiert hast, noch in dieser normalen materialistischen Welt mitzumachen, so, sage ich euch ehrlich, so wie es ist, also umso mehr du realisierst, umso mehr ich die Sachen realisiere, umso schwieriger fällt es mir, in dieser materialistischen Welt noch mitzuspielen, weil du einfach merkst, okay, es ist schwer, weißt du, es widerspricht sich eigentlich und eigentlich müsstest du dich von vielen Dingen und von vielen Menschen auch trennen, damit du wirklich bewusst weiterleben kannst, so, aber irgendwo, ja, es ist halt so, wie es ist, aber wie gesagt, wenn du diese Erkenntnisse machst, dann merkst du auch, okay, es gibt mehr als das, was ich mein ganzes Leben lang geglaubt habe, so. Ende Teil 1, wie jetzt? Nein, jetzt hier Ende oder was? Was war hier? Die Wissenschaft kann das letzte Rätsel der Natur nicht lösen. An alle meine Wissenschaftsfreunde hier im Chat, die da so richtig drauf beharrt haben vorhin auch, habe ich ein, zwei Kandidaten gesehen. Hört mal zu, was einer der größten Wissenschaftler der Welt hier erzählt hat. Die Wissenschaft kann das letzte Rätsel der Natur nicht lösen. Nicht. Und das ist deswegen so, weil in der letzten Analyse wir selbst ein Teil des Rätsels sind, das wir versuchen zu lösen. Ja, Digga. I love you, man. Der wäre in heutigen Zeiten ein Querdenker gewesen. Nur mal so. Und wahrscheinlich auch ein Verschwörungstheoretiker. Okay, was geht hier in Teil 2 ab, Alter? Eigentlich ist es ein guter Punkt, um einen Cut zu machen, ne? In unserer heutigen Wissenschaft kennen wir vier Grundkräfte. Elektromagnetismus. Ja, Digga, der Teil wird ein bisschen, also der Teil ist jetzt ein bisschen knapper ausgefallen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, aber es ist halt ein guter Cut für mich, deswegen werde ich den Cut jetzt mal wahrnehmen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, gebt eure Meinung zu den Themen natürlich wie immer unten in den Chat, beziehungsweise unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde, danke wieder fürs Einschalten, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, bis dahin, peace out. Gang.